So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Evil Within. Ja, wir waren in Kapitel 9 meine ich. Ich habe jetzt schon da unten bei dem Wächter geguckt. Ja, grausame Absichten, Kapitel 9 irgendwie stehen geblieben. Also, let's go. Detective Castellanos. Waren das fremde Erinnerungen? Richtig, das waren nämlich fremde Erinnerungen. Nicht umsonst hat eine Frau oder ein Mädchen geschrien. Aber das werden wir noch herausfinden. Ich denke mir mal auch in diesem Part. Vielleicht sogar erst im nächsten. Wir werden sehen. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ah, ich kann jetzt gerade nicht sprinten. Ich dachte schon, das ist andersherum, weil momentan ja mit PK Dead Space 3 läuft. Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Woher weiß sie das, dass wir Albträume haben? Sie hat uns beobachtet. Ja, ja. Stalkerin. Man hört wieder etwas. Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Wir haben doch niemanden beunruhigt. Ohne Scheiß jetzt. Wir haben doch nur mal reingeguckt. Wir wollten Hallo sagen. Wollten ein bisschen Licht reinbringen in die Bude hier. Nee, nee. So. Das musst du gerade sagen. Du bist immer hier am Chillen. Und ich muss den ganzen Scheiß erledigen. Das Einzige, was du machst, ist für uns speichern. So, da oben ist dieses Bild, das verändert sich immer nach und nach, ihr seht es schon. Je nachdem, wie weit man voranschreitet. Das sieht man jetzt auch. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Tja. Nicht umsonst. Mir ist es direkt aufgefallen. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste, irgendwann kommt das ja wieder, diese Stelle. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt schon kommt. Jetzt bin ich gerade echt am Überlegen, was wir machen. Muss ich da nochmal reinschauen? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich hätte, glaube ich, da nicht reingucken dürfen. Oh! Das sind diese Sonnenblumen, die wir eben gesehen haben im Traum. Ihr habt ja diesen Typ gesehen, ne? Der sagt ja immer, what was that there? Kennt ihr den noch aus Resident Evil 4? Ohne Scheiß, der sah doch fast genauso aus, oder? So ein normaler Gegner. Ja, jetzt sind hier auch ein paar mehr Sachen. Ja, irgendwie hat die das Ganze hier ein bisschen renoviert. Oder auch nicht. Degradiert, wie auch immer. Wie nennt man das? Weiß ich jetzt gerade nicht. Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Ja, haben wir auch. Feuer auf Anwesen. Da, das, was wir geträumt haben. Brand erfasst Kinder. Mädchen schwer verletzt. Wo waren die Eltern? Kinder, die in einer Scheune auf dem Victoriano. Ach so, Anwesen gespielt hatten. Fielen den Flammen zum Opfer. Tochter, 17, fällt in Wachkoma. Der Grund für den Ausbruch des Feuers ist bislang unbekannt. Ja, jetzt wisst ihr auch warum.
Und ihr könnt euch bestimmt alle schon denken, wer dieses Mädchen ist. Ihr habt sie schon öfter kennengelernt. Und wovor hat sie immer Angst gehabt? Genau, vor Feuer. Merkt euch das, jetzt wisst ihr auch warum. Schon krass, oder? Aber das werden wir noch alles ein bisschen genauer erfahren. Sagen wir es mal so, mehr möchte ich nicht verraten. Leute, wir haben wieder zwei Schlüssel, das heißt, wir können wieder Türchen öffnen, bevor Weihnachten ist. Ja, was haben wir denn? Ja, ich würde sagen, öffne mal hier die. Oh, Spritzen, Leute. Wir haben aber noch jede Menge, oder? Eine könnte ich mitnehmen. Nee, mache ich aber nicht. Ich würde sagen, mach mal ein andermal. Was haben wir denn hier drin? Oh, Leute, Jackpot, also fast. Korrekt. Oh, 7000. Hätte gar nicht besser laufen können eigentlich. Ich schau mal, gibt es hier noch irgendetwas für uns? Hier können wir ein bisschen gucken. Ja, ein bisschen vervollständigt. Sagen wir mal, wir haben fast die Hälfte davon. Also uns fehlt noch jede Menge. Oh ja, Leute, ich habe das vermisst aufzunehmen, beziehungsweise die Evil Within. Ich habe die Tage, war ich ja ein bisschen wieder aufnahmefaul oder aufnehmfaul, wie auch immer. Und dann tut mir das eigentlich ganz gut. Und deswegen wundert euch nicht, ich muss ein bisschen wieder reinkommen. Liegt diesmal was hier? Nee, leider nicht. Okay. Dann nicht, dann eben nicht. Was können wir denn aufstufen, beziehungsweise skillen? Da bin ich echt mal gespannt. Ich wollte ja, glaube ich, die Bolzen, ne? War das, glaube ich. Die wollte ich ein bisschen aufstocken. Mal gucken. Was könnten wir denn da machen? Ja, alles könnte ich mal einmal Stufe 3. Ja, okay, nicht alles, aber... Ja, ich überlege gerade. Mach mal den Kältebolzen, weil der ist sehr, sehr wichtig für später. Der ist aber auch nicht schlecht. Und der Explosiv... oder beziehungsweise Explosionsbolzen ist auch nicht gar nicht so verkehrt. Ja, komm, den machen wir einmal. Dann gucken wir noch, was man hier machen könnte. Ja, bei den normalen Waffen, ja, ich denke mir mal, ja, den Schaden können wir definitiv erhöhen, oder? Was findet, ja, doch, oder? 8000, aber dann haben wir nicht mehr viel. Ja, egal, scheiß drauf. Einmal muss das wenigstens sein. Die Feuerrate wäre auch nicht verkehrt. Ah, das ist... Ja, kommt. Die Waffe, das ist eines der Waffen, die wir öfter gebrauchen. Dann mache ich den Rest erst gar nicht. Oh, wir könnten... Nee, ich wollte schon sagen. Oh, da fehlt uns 500, okay. Ja, das hätten wir auch machen können, aber das wäre mir jetzt erstmal Latte gewesen. Das hätten wir auch machen können. Oh, das auch. Ja, okay, Leute, wir müssen ein bisschen sparen. Und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt erstmal raus in die weite Welt. Oder auch nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Müssen wir vorher speichern? Ich habe keinen Schimmer. Oder musste ich hier irgendetwas machen? Nee, auch nicht. Da auch nicht. Das kann ich mir auch gar nicht so richtig angucken. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt hier rein. Oder hier durch. Wie auch immer. Oh, wo sind wir denn? Oh, ein Rabe. Oh, abschießen hätte ich den nicht können, okay. Die ist... Ah, das ist eine Sonnenblume, eine große. Oh, da kommt uns jemand entgegen. Das war ein Blumenkind. Habt ihr das gesehen? Das war aber eine hässliche Sonnenblume. Die war so verschleiert. Oh, was haben wir denn hier? Alter Schwede! Jetzt sagt nicht, privat fehlt mir das auch. Leute, ich kack dann ab, wenn mir das privat fehlt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das fehlt. Oh, hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Auf Y schlägt man hier, nicht auf RT. Ja, kein Dead Space. Ist jetzt gerade ein bisschen ungewohnt. Naja, zum Glück müssen wir uns hier nicht wirklich nahkampfmäßig verteidigen, weil wir momentan wirklich, Gott sei Dank, sehr viel Munition haben. Oh, hier liegt auch nochmal ein paar Patronen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich die Waffen hier verteilt habe. Holy shit. Oh, wir können so... Lol. Wir können sogar zurückgehen? Daran erinnere ich mich gar nicht. Oh, ja, 500. Jetzt hätten wir ein bisschen skillen können. Den Nahkampfangriff, Leute. Aber der ist jetzt erstmal Latte. Vielleicht haben wir hier noch eine Statue oder so. Nee, schade. Okay, keine Statue. Vielleicht dort vorne, wo es so neblig ist. Ich weiß, wo wir hinkommen, Leute. Das wird richtig mega affengeil. Kann man das so sagen? Ja, ich denke schon.
Ja, komm, kack doch nicht ab, alter Mann. Du bist... Nee. Da muss man ganz schnell A drücken, damit es wieder ein bisschen sich auffüllt. Ja, okay, jetzt hätte ich die abknallen können, aber es hätte mir nichts gebracht. Hast du mich schon mal gesehen? Das Haus hast du schon mal gesehen? Du warst schon mal hier? Ich war auch schon mal hier. Da haben wir was gemeinsam. Déjà-vu, Leute. Ich war hier zwar noch nie, aber... Alter, was lügst du die anderen an? Du warst schon mal mit mir hier. Nee, Leute, er lügt einfach wie gedruckt. So, ich muss jetzt erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Ich weiß, es ist immer nervig. Der Horrorjumper läuft überall hin, in jede Ecke. Aber Leute, umso interessanter ist das Gameplay ein bisschen, oder? Also, was heißt das Gameplay? Im Endeffekt, also die krassen Stellen, das ist immer wie so eine Vorfreude. Das sage ich zu den Kunden auch immer, wenn ich dann auf der Arbeit bin. Ja, aber warum dauert das so lange, bis das Paket da ist? Dann sage ich immer, ja, das liegt daran, so und so. Und dann sagen die so, ja, aber geht das nicht schneller? Dann meine ich so, ja, aber gucken Sie doch mal. Da ist die Vorfreude doch viel, umso größer. Ja, ich weiß, ich bin. Ja, so ist das eben. So, dann gucken wir erstmal. Hier scheint es, oh doch. Also, ich kann euch sagen, ich war ja hier auch im DLC. Ja, im DLC kommt man auch hier hin. Aber nicht als der gute Sebastian oder Sebastian. Sondern halt als der Wächter. Und da ist man ja in der Ego-Perspektive. Und das spielt sich dann auch in diesem Haus ab. Und deswegen kenne ich das Haus jetzt absolut eigentlich in- und auswendig. Wenn da jetzt nicht noch so viele krass unterschiedliche Wege waren, wenn sie es doch ein bisschen geändert haben. Aber das werden wir sehen. So, ich meine, wir hätten jetzt alles. Also, ich hoffe es zumindest. Wir laufen nochmal schön um den Brunnen. Vielleicht bringt das Glück oder so. Ja, okay, scheinbar nicht. Da gibt es auch nichts. Also, auf ins Getümmel. Das ist eines meiner Lieblingskapitel, muss ich ehrlich gestehen. Ihr werdet auch noch sehen, warum. Und wisst ihr, dieses Haus erinnert an das Herrenhaus so ein bisschen. Ihr werdet auch sehen, warum. Oh ja, Herrenhaus. Was meint er wohl damit? Resident Evil 1, Leute. Für die, die es nicht kennen. Hey! Halt, verdammt! Ja, Leute, da war der Psychodoc und sein Kollege. Oh, Gott sei Dank habe ich die Spritze nicht aufgehoben gehabt. Ich konnte es mir schon denken, ich hab's geahnt. Ach ja, in diesem Part, beziehungsweise in diesem Häuschen, werden wir öfters sterben. Hier gibt es eine gewisse Sache, die uns auflauert, sozusagen. Nein, Leute, es ist nicht der Wächter. Grausame Absichten. Tja, da können wir nicht rein. Ein, Mechanismus, der irgendwie verschlossen ist. Ja, ihr wisst Bescheid. So, hier haben wir noch eine Vase. Schön zerdeppern, damit alle das hören, damit alle wissen, dass wir hier sind. Okay, hier gibt es nichts. Aber hier gab es diesen einen Raum, da können wir schon mal speichern. Und ich glaube, dass ich den Nahkampf vielleicht einmal pimpe. Ja, ich pimpe den. Ich pimper den, ihr wisst Bescheid. Jetzt sind wir in diesem Raum. Oh, diese Melodie, Leute, die lädt doch immer ein, oder? Oh, was liegt denn da? Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City 11. Februar 2012. Oh Leute, das ist schon eine lange Zeit her. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühungen der Feuerwehr forderte gestern Nachmittag... Was? Doch, forderte gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchen und seiner Babysitterin in Rid... Was? In Rid... Ridge... Nee, doch. Doch, Ridge. Crimson City, Alter. Ich dachte, das ist ein deutsches Wort, deswegen habe ich versucht, anders auszusprechen. Der fünfjährige Lil... Was? Lily Castellanos? Ach so. Und ihrer Babysitterin Juanita Flores, oder wie auch immer, 56, gelang es nicht, dem Rauch und den Flammen zu entkommen, die sich in dem Einfamilienhaus rasend schnell ausbreiteten. Lillys Eltern, beide Detectives bei KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten. War Lilly jetzt nicht eigentlich die Tochter von, ihr wisst schon, Sebastian? Ich
bin mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich habe die Story nicht mehr so ganz im Kopf, weil das immer was her ist, wenn ich die Parts aufnehme. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich hab's gewusst. Ja, ich hab's auch gewusst. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich... Vielleicht ihr grünes Gel benutzen? Oh. Hätte ich jetzt sowieso gemacht. Aber danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Oder wie auch immer. Moment, hier liegt noch was. Das dürfen wir nicht vergessen. Leichen nahe Landhaus gefunden. Leichen in der Nähe von Landhaus gefunden. Ja, ich weiß. Identifizierung kann Wochen dauern. Außerhalb des Victorian-Anwesens wurden 4 Leichen gefunden. An den Toten scheinen mehrere stümperhafte Operationen durchgeführt worden zu sein. Ja, diesmal habe ich die Kurve bekommen oder gekriegt oder wie auch immer. Hätte ich selber nicht gedacht, ohne Scheiß. Wir gucken trotzdem nochmal hier. Ich habe immer das Gefühl, dass hier nochmal was liegen könnte. Weil ich glaube, alle, wie nennt man das? Alle Details oder alle Dokumente habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Und es wäre ja eigentlich gar nicht mal so schlimm, wenn wir da ein bisschen sammeln. Ja, ich weiß, einen Schlüssel habe ich jetzt nicht gefunden, ist schon okay. Komm, mach hinne. Öffne diese Türe für uns, danke. So, setz dich auf den Benimmstuhl. Jetzt lernst du ein paar neue Benimmregeln, dass du dich auch mit deinen Fäusten ein bisschen besser verteidigen kannst. Wo haben wir das jetzt? Ach, Fitness war das ja, ne? Oh, du liebst ja Sport. So, hier. Oh mein Gott, jetzt macht er 100 Schaden. Ne, 120, sorry. 100 war davor. Aber wenn wir 100% Schaden machen, Leute, ist das dann nicht schon so, als wenn wir quasi One-Hits verteilen? Sind wir dann One-Punch-Man? Oder wie hieß der? Ich glaube schon, ne? So, wir gucken mal. Ich kann das jetzt überschreiben, mit gutem Gewissen. Und ich glaube, ich mache den Part ein bisschen länger, weil ihr habt sonst nicht so viel gesehen und ich habe so viel gequasselt und dieses eine Textdokument hat mir das Genick gebrochen. Also dann, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Oh mein Gott, Leute. Wir sind wieder hier. In diesem Anwesen. So. Ja, welchen Weg gehen wir zuerst? Ich würde sagen, wo die Tür auf ist. Ich glaube, die andere ist nämlich zu. Ich probiere es einfach mal. Oh. Ist doch nicht. Okay, Leute, wir gehen erst hier lang. So. Ich habe euch ja gesagt, hier wird einiges passieren. Ihr werdet auch noch sehen, warum. Ich mache das Licht mit Absicht aus, also wundert euch nicht. Man muss darauf achten, wirklich, ohne Scheiß. Man kann sich so... Ich hoffe, dass mir nichts passiert. Ich habe das noch nie so gemacht in diesem Moment. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Ihr seht es, da seht ihr diesen Bein, dieses Fuß, meine... Ach, dieses Bein, diesen Fuß. Alter! Irgendwie ist der Stuhl verschwunden. Ich sehe nichts. Ich hoffe, er kommt nicht von hinten, Leute. Dann habt ihr mich jetzt da liegen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Los, verzieh dich. Ja, er ist weg. Ja, das war unser Kapuzenmännchen. Ja, und wisst ihr was? Wenn er uns einmal berührt, sind wir One-Hit. Ja, ich muss ein bisschen laut werden, damit er auch mal wieder zu uns kommt. Nee, Spaß, aber ohne Scheiß. Das ist mir, glaube ich, ein einziges Mal passiert. Da bin ich dann ge-One-Hitted worden. Und das war nicht so schön. Man muss echt aufpassen. Man hört es am Ton, ob der kommt oder nicht. Ja, ob der kommt oder nicht. Wie gesagt, der wird uns mehr oder weniger durch dieses ganze Anwesen verfolgen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass er uns jetzt nichts tut. Das fand ich sehr gnädig von ihm. Und hier gibt es noch etwas. Unser Lieblingsspielzeug. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich es wieder schaffe. Ja, das ist wirklich mein Lieblingsspielzeug. So, wir müssen uns aber trotzdem erstmal leise fortbewegen, weil desto lauter wir, glaube ich, waren oder sind, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt, also bekommen wir, bekommt er, wollte ich schon sagen. Oh, da liegt etwas. Ich weiß gar nicht mehr, konnte der aufstehen? Lebt der? Ich habe keinen Schimmer. Ich will es auch nicht herausfinden, Leute, deswegen zünde ich den einfach mal an. Normalerweise erkennt man das, wenn man also mehr oder weniger über ihn läuft, dann kann man also nicht über ihn laufen. Das bedeutet, er lebt da noch.
Aber das habe ich euch ja schon mal gezeigt oder gesagt. Holy shit, Leute. Aber diese Atmosphäre und dieses Anwesen, ich feiere das total, wie das aussieht. Hier haben wir nochmal eine Falle. Die sollte ich entschärfen, bevor es wirklich zur Sache geht. Fuck! Fuck, Leute! Ich habe zu früh gedrückt. Ich war mir diesmal zu selbstsicher. Das darf nie wieder vorkommen. Das muss ich mir als Notiz machen. Ohne Scheiß. Oh, jede Menge Muni, Leute. Boah, da war auch gute Muni dabei. Mich fuckt es nur ab, dass wir jetzt so unnötig Energie verloren haben. Aber ich glaube, wir finden hier wieder ein paar Spritzen. Sollte ich mich nicht irren. Ah, perfekt. Ich glaube, hier sollte man sich ein bisschen beeilen. Was haben wir hier? Ach ja, stimmt. Das war ja das Rätsel. Leute, das fand ich übelst nice. Ja, nice. Nice. PK. So. Ja, das sieht ganz schön widerlich aus, das muss ich gestehen. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Simulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Ich muss euch sagen, Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ich muss sagen, wenn ich daneben ziele, dann kriegen wir selber Schaden. Deswegen, es muss, glaube ich, vibrieren an einer gewissen Stelle, wenn ich da bleibe. Deswegen probiere ich gerade aus und ich finde auch gar nichts. Ja, irgendwie passiert auch gar nichts. Das verwundert mich gerade. Moment. Ach, daneben lag doch etwas. Das können wir uns doch angucken. Oh, ich trottel. Hä? Doch nicht? Alter, willst du mich auf den Arm nehmen? Nochmal zurück. So, können wir uns das da nicht irgendwie angucken? Ich meine schon. Moment. Scheiß auf die Flasche. Lass ich jetzt einfach mal fallen. So, gucken wir uns das mal an. M33 hat er gesagt, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo ist das jetzt genau? Also unten links in der Gehirnhälfte oder was? Okay. Wahrscheinlich da, wo am wenigsten was ist. Also ich würde sagen, hier. Komm, Leute. Alter, die war dann am Stöhnen. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das, wie hast du es genannt, dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind sie zurück? Ich habe ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Ja, der kleine Junge. Marcello. Ist der andere Ruvik? Ja, der andere? Das ist der Kapuzenmann! Ja! Nicht umsonst. Wegen der Entstellung und so weiter, worüber er gesprochen hat. Jetzt müssen wir erstmal wieder wohlbesonnen zurückkommen. Das wird nicht ganz einfach, weil definitiv wird er uns entgegenlaufen. Und wenn wir Pech haben, sterben wir sogar. Deswegen schleiche ich mal hier durch die Räume. Meistens hat man aber eigentlich Glück. Wenn man ihn einmal entkommen ist, dann lässt er einen erstmal eine Zeit lang in Ruhe. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Alter, erschreck mich doch nicht so. Du Pisser. Ich wusste, dass hier irgendwo ein Gegner kam, ne? Aber ich wusste echt nicht mehr, dass es an der Stelle war. Toll. Der dritte Schuss hat, glaube ich, gesessen. Ja, und wie er gesessen hat, ne? Er hat ihn den Kopf abgemacht. Oh, danke, du gibst mir ja direkt Muni. Das finde ich jetzt echt prickelnd. So, nix wie raus hier. So, nämlich hier kann er, glaube ich, nicht kommen. Scheint dieselbe rote Flüssigkeit zu sein. So. Diese Tür hat jetzt Blut bekommen.
Okay, der kann doch hier reinkommen. Ist das dein Ernst? Daran erinnere ich mich echt nicht mehr, Leute. Alter, wo ist der? Wehe, der taucht jetzt vor mir auf, dann... Oh, oh. Da ist der. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Alter. Leute. Nein. Diese Tür, der hat sie verschlossen. Der Assi. Komm schon, komm schon. Ich muss hier weg. Wo ist der? Alter. Er hatte mich fast, er hatte mich fast. Habt ihr das gesehen? Holy shit. Junge. Was ist mit dir verkehrt? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Sie wurden erwartet. Ja, aber nicht von Ihnen, sondern von ihm. Sie haben alles gesehen. Seien Sie ehrlich. Boah, holy shit, Leute. Ich hatte gerade wirklich ein bisschen Gänsehaut bekommen. Boah, wäre ich jetzt gestorben, ne? Das wäre so ärgerlich gewesen für mich. Ich würde sagen, wir können nochmal speichern. Das können wir ja sowieso überschreiben. Moment, nee. Das hier, ne? Ja, genau. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch die andere Hälfte von dieser Ebene. Und im nächsten Part machen wir dann oben den ganzen Kram. Ich denke mir mal, das ist so am besten. Das würde von der Zeit, glaube ich, am besten auch hin... Oh, Moment. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Ruben, vermisst. Ruben, Victoriano. Nee. Victoriano, doch, Alter. Geliebter Sohn der wohlhabenden Familie. Victoriano ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Alter, warum müsst ihr so ekelhafte Namen haben? Leute, hört mal auf damit. Ich krieg damit immer übelste Probleme. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich höre etwas. Ist unser Kollege da? Ich hoffe mal nicht. Weil ihr habt ja gesehen, er kann doch hier auftauchen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Also ich war gerade wirklich... Das war wirklich Schwein, was wir da gehabt haben. Scheiß drauf, Leute. Ich werde hier ein bisschen herumgeistern und alles kaputt schmettern und zerdeppern. Mir egal. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Streichhölzer wieder bekommen. Okay. Da gibt es auch noch einen Raum. Und da vorne gibt es auch noch ein paar Wege. Aber ich meine, wir mussten erst hier rein. Okay. Ja, zum Glück. Ich tritt einfach die Tür auf. Scheiß drauf. Hätte ja sein können, dass er hier in dem Raum ist. Das Problem ist, wenn er in diesen Raum hier kommt, können wir so gut wie kaum abhauen. Wir können uns nicht mal hier richtig verstecken. Der würde uns sehen, glaube ich zumindest. Also so doof ist er auch nicht. Oh, wir können uns unterm Bett verstecken, Leute. Das sollte ich mir merken. Moment. Diese Munition. Ich muss nachladen, damit ich sie mitnehmen kann. Ich wusste doch, dass ich das mitnehmen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe so diesen Ton gehört, dass es bedeutet, dass unser Kollege hier in der Nähe ist. Aber ich hoffe, dass ich mir das eingebildet habe. Oh, da liegt etwas. Oh, Heilung. Moment, Leute. Diese Spritze brauche ich jetzt aber. Oh ja, Leute. So. Jetzt haben wir wenigstens nichts verbraucht aus unserem Bunker. Oh, man hört etwas Gelächter. Oder, ja, doch Gelächter. Was haben wir denn hier in diesem netten Raum? Alter! Holy shit! Wäre ich nicht in die Knie gegangen, Leute, dann wäre ich jetzt tot. Ja, ich weiß, es klingt wieder zweideutig, Leute. Ist es okay? Boah, wieder knapp. Boah, ich muss wirklich die Nerven behalten bei dem ganzen Kram. Oh, hier gibt es einen Schrank, Leute. Können wir uns verstecken. Ist das nicht schön? Doch, oder? Ich glaube, da lag was. Ja, tatsächlich. Oh, nur... Boah, 300, das lohnt sich doch gar nicht. Hier haben wir nochmal eine Flasche. Falls der Typ kommt, können wir ihn abwerfen. Dann sage ich, hier, Alkoholiker, nimm das. Dann ist er erstmal abgelenkt. Okay, wir können hier schon mal durchlaufen, ohne dass was passiert. Das ist eigentlich selten der Fall. Oh, wir haben wieder ein paar Speere oder Bolzen, wie auch immer. Oh, nettes Porträt. Ich muss sagen, es ist wirklich... dieses Haus haben die richtig cool hinbekommen. Hätten die wirklich so ein extrem großes Haus gemacht und das so in dieser Perspektive und dann Resi 1 nochmal neu aufgelegt.
Leute, ich hätte es gefeiert. Ohne Scheiß, ich dachte als erstes, man kann hier die Mondscheinsonate spielen. Ja, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum. Oh, da ist der Wächter. Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. Zwei Welten, getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Ach so. Darüber gesichtlose Beobachter. Sie verlachen die Tragödie. Okay. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. So. Was sagt uns das? Wir können das nicht öffnen. Und wisst ihr auch warum? Weil uns was fehlt. Und warum fehlt uns was? Weil wir das erst später bekommen. Ich glaube, das bekam man oben. Wenn wir da überhaupt jetzt rein können. Ich glaube schon. Weil wir die Notiz aufgesammelt haben. Da konnte man definitiv nicht rein. Jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich gesund zurückkomme. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil unser Kollege jetzt gleich erscheinen wird. Der will uns nochmal in die Suppe spucken. Oder die Suppe versalzen, könnte man sagen. Aber ich würde sagen, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ja, bin ich. Wenn ich Let's Plays mache, definitiv. Also ich mache nie wieder diesen Fehler. So, wir gehen jetzt nochmal speichern. Am besten das hier. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wir haben zwar nicht allzu viel geschafft, aber im nächsten Part wird es umso mehr. Also dann, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter. Kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper und dieser Eulen da vorne. Haut rein!